immer wieder so abfarmen, sozusagen. Du musst einfach die ja. Punkte abzapfen. Mit dem, was er gegeben hat. Mit dem Tree Tap, glaube ich. Gut, jetzt habe ich schon wieder kaputt. Ja, es geht recht schnell. Später kannst du dann mal ein elektronisches bauen, das geht dann nicht kaputt. Das geht einfach nicht mit Energie vor. Mit 5 Holz. Mit 5 Holz kannst du es schon. Ah, gut. Ich habe da Tin und Silber und ich habe keine Ahnung, von was man das braucht. Tin, wirst du für eine Batterie brauchen? Oder für Kabel. Meistens. Also Kabel sind praktisch alle Rohstoffe, die du abbaust, kannst du für Kabel brauchen. Ja, genau. Okay. Aber Kabel haben ja eine gewisse Stärke. Kupferkabel haben die kleinste Stärke. Also es kommt eben eher darauf an, du kannst ein normales Solarpanel machen, dann kannst du Low Voltage, Medium Voltage und High Voltage. Wenn du das High Voltage Solar machst und dort ein Kupferkabel dran hängst, explodiert es wahrscheinlich. Genau. Ich wäre nur schon glücklich, hätte ich es normales. Oh nein. Das dauert noch ein bisschen. Ich weiss nicht, eben Öfen kannst du auch die im Gemeinshaus brauchen, fängst auf jeden Fall. Ja, schon. Also ich habe schon ein paar Sachen gesehen. Das wird sicher gut. Das sein, was ich am Anfang auch wieder brauche, bevor ich den einhäste. Ja, es ist einfach das Gäbigste. Darum habe ich es ja gemacht, dass man wirklich einfach heute her kann. So, ich muss jetzt nochmal mein Last Test wieder löschen, da die Nerven immer da ein bisschen. Ja, sie sind immer im Weg. Ja, sie stören einfach, weil sie relativ dominant sind mit ihrem Weissen. So, dann gehen wir mal schauen, ob wir irgendeinen Rubber Trees finden. Ding habe ich schon mal gefunden. Wespe, Nester. Ist da hier eigentlich extra Beis drauf? Das wüsste ich jetzt nicht mal. Ich weiss einfach, dass normale Bienen sind drin, auf jeden Fall, aber... Können wir schnell schauen. Also es sind schon mal relativ, es sind weniger Dinge drauf als normal. Sofern wir mehr als ein Ding haben mit Bienen. Was nicht der Fall ist, nein, extra Bies ist nicht drauf. Okay. Das ist aber auch gut. Also. Ja, es ist ja wirklich, die Light-Version ist einfach auch wirklich light. Mhm. Im Vergleich zum Ultimate, also wirklich. Also wenn ich denke, ich habe mit dem Beta-Pack angefangen und das ist eigentlich schon gröber gewesen. Ja. Und wenn ich denke, ich wäre auch besser bedient gewesen, wenn ich mit dem Light hätte angefangen, weil es wirklich einfacher ist. Ja, das Light ist für den Anfang garantiert besser. Wobei, wenn man sich dann mal in das Pack reingearbeitet hat, geht es eigentlich. Ja, das ist aller Anfang ist schwer und dann ist es chillig. Genau. Ja. Flop. Jetzt habe ich natürlich kein Ding mitgenommen, ist ja klar. Machen wir uns halt nochmal ein paar Spitzhacken da mit einem Baum. Bei ihm haben wir ja genug hier. So. Aber wenn du nachher mal Meserator hast, würde ich dir empfehlen, jedes einzelne Ohr, wo du Meserator, also wo du bekommst, das Meserator, wo du bekommst, doppelt raus. Ja. Einfach so Staub, den du dann kannst toasten im Ofen. Ja gut, da kommt sowieso nichts daraus, was mir das nachher bringt. Eben, doppelte Ausgabe beispielsweise. Also du hast im normalen Minecraft, wenn du ein Eisenerz in den Ofen tust, hast du ein Eisen. Ja. Wenn du aber ein Eisenerz im Meserator tust, hast du dann zwei Dust, also zwei Staub, und die zwei Staub tust du in den Ofen, dann hast du zwei Eisen. Also du machst, du machst einfach einen Schritt mehr, hast aber nicht doppelt so viel. Das ist der Vorteil, den du dann hast. Geht das dann auch mit Diamanten? Nein, geht ja nicht, es sind ja kein Erz. Nein, aber zum Beispiel Redstone, wenn du Behutsamkeit hast auf der Spitzhacke. Also ich glaube, Diamanten gehen ja, da gibt es glaube ich zwei raus. Das kann sein, ja. Also Redstone gibt es 10 raus, wenn man sie meseratet. Das weiß ich jetzt noch gut. Und beim Redstone sind es 10, genau, ja. Also ich glaube, Diamanten gibt es glaube ich 2. Mhm. Oh,
Also das kommt lohnt sich garantiert nachher auch. Und er hat irgendwann schon mal einen Rotated Meserator, also den besten Meserator. Ja, vor allem geht es auch etwas schneller. Ja, weil du dann weil du mit einem Schalter kannst du dann angelassen. Mhm, genau. So. Ja, aber eben, ich denke, es ist einfach am Anfang, wo es etwas komplizierter ist. Und dann geht das schon. Was ich da wieder vermisse, ist das Ding garantiert Enchantment Plus. Oh ja. Einfacher für Zauberungen. Das lasse ich noch. Gut, ich habe früher noch nie Fighter Beast gezockt. Und ich glaube, einmal habe ich mal Technik ausprobiert, also Ticket ausprobiert. Ja. Da war mir schon zu viel gewesen. Ja, es ist schon nicht ohne. Das ist definitiv so. Aber eben wichtig ist einfach Schritt für Schritt. Weil es ist einfacher, als man denkt. Genau. Hm. Wir zwei waren ja mal ganz am Anfang von Fight Beast. Ja. Direkt ein bisschen früher angefangen als ich. Ja, genau. Von dem her war es für mich auch relativ gut, gewesen, dass ich bei euch einsteigen konnte. Da hatte ich schon jemanden, der ein bisschen Ahnung hatte. Der hat schon ein paar Rohstoffe. Ja, voll. Ja, ich habe schon Marvel gefunden. Sehr geil. Du hast einfach gewisse Hinsichten hast du nach Vorarbeit geleistet. Genau. Dann beim Magie zum Beispiel. Oh, das ist etwas gewesen. Magie gibt es auch noch. Ja, ja. Das ist, also das ist das, was mich recht gelustet. Ja, das ist der. Kann ich dir das schon. Wir bringen dem auch ein bisschen Marvel mit, falls irgendjemand Interesse hat. Ich habe schon etwas. Sind das? 41 Stück. Ein bisschen was habe ich. Irgendwie ist mein Internet ein bisschen lahm, weil die Blöcke bauen sich nicht von Anfang an ab. Das ist bei mir auch so. Ja, ich. Skype, glaub, funkelt ein bisschen rein. Ich muss Dings noch ändern. Sag schnell. Ich muss noch etwas ändern am Server. Das mache ich dann morgen am Morgen, wenn niemand mehr online ist. Weil wir haben das Problem, dass irgendetwas mit der Leistung nicht stimmt. Ja. Vom Server und das muss ich eben dann noch ändern. Aber es sollte eigentlich ein kurzer Kutz sein. Relativ geile Dinge habe ich hier gefunden. Hölle. Wo ich mich aber erst mit einem Jetpack reinwage. Dazu muss ich dann mal zuerst in Nether. Nether. Was noch geil wäre, wenn man im Gemeindehaus noch ein MV oder ein MSU oder ein Ding reintun könnte. Für die ersten Anfänge. Ja gut, das hast du eigentlich... Ja, Batbox hast du relativ schnell, stimmt. Das hast du eigentlich... Ja, es sind ja nur Batterien, die du brauchst, glaube ich. Genau, ja. Und wie machen wir die? ein bisschen recherchieren, du hast ja das Ding, das Not Enough Items, das zeigt dir alles schon. Ja, ja. Bei Batterien ist einfach zu sagen, du musst die leeren Batterien anklicken, voll, ich kannst nicht. Du musst nach RE-Batterien suchen und dann findest du einerseits die vollen, die kannst du nicht anklicken. Ah, okay. Und die leeren, die kannst du nicht anklicken. Genau. Also RE-Batterie. Ja, hast du schon gefunden, ja. Es braucht Kabel, Redstone und Zinn. Wo bin ich verblieben? Da, Eisenerz. Also richtig viel zum Lernen. Ja, das... Schon mit der Zeit. Es ist schon, also am Anfang, ich bin fast gestorben und gedacht, das geht mal gar nicht. Aber eben ja, bis man mal drin ist. Ich habe jetzt so Privatzockis recht viel. Das ist definitiv, also mehr und definitiv interessanter als zum Malen. Minecraft. Da bist du irgendwann bist relativ drin und dann hast du wirklich Spass mit dem. Mhm. Der Kollege hat das Gefühl gehabt, das hat keine Zukunft. Aber was Let's Plays angeht und so. Und ja, ich muss ihm ganz klar sagen, du, jetzt mit dem Megaprojekt und so. Es gibt genug Leute, die es zocken. Ja.
Und jetzt ist ja Hexe, das ist jetzt relativ beliebt. Bekannt. Mhm. Das werde ich dir auch mal noch anschauen. Das ist ja irgendwie überhaupt nicht Technik, sondern eher Magie und Waffen und Rüstungen. Adventure-mässige. Bossen, genau, ja. Warum habe ich so viel Lehm? Okay. Das brauche ich dann sicher auch noch für irgendwas. Oh, ich habe so keinen Überblick, weil eben zaubern, das wird heftig sein. Was da ausbrutscht. Ich brauche zuerst mal Rohstoffe für das Zaubern, das kann ich schon mal sagen. Ja, ich fange erst an, sobald ich Dings habe. Der Query und mal so ein kleines Grundstück gemacht haben. Da. Also falls der irgendjemand noch ein bisschen Rock Tree Saplings braucht, ich bin da hier wild am Farmen. Kann sich dann melden, der kann dann ein paar von mir haben. Mein halbes Grundstück ist schon voll. Rubber Trees. Ja. Das ist etwas an der Anfang. Also, ich habe das Ding jetzt ausgeräumt. Es hat relativ gute Sachen gegeben. Wer ein Knockback 2 Buch braucht, kann sich melden. Ich habe eben Portal Gun gefunden. Die würde ich auch gerne mal finden. Ah, da haben wir recht gefreut. Ja, ein bisschen Dungeons Go erforschen, finde ich. Oder sich selber machen, wenn man Enderperle hat. Hat jemand von euch Redstone, wo er will? Duschen gegen irgendetwas? Ich bin noch nicht so weit runtergekommen, ehrlich gesagt. Wie viel brauchst du etwa? Ah, oh, warte, ich schau nochmal. Wie viel brauche ich? Ja, 2. Okay. Warte, ich komme mal. Gut, gibt es ein paar mehr. Das ist noch eine Frage, wo habe ich sie? Da. Komm. Habe ich es noch dabei? Ja. Ich weiss ja gar nicht, wie viel die gewissen Items wert haben da. Rubber und so. Ja. Also schlussendlich ist es dann so, wenn du bei Folge 100 bist du schon fast ein Pro wahrscheinlich. Mhm. Der ist praktisch nicht mehr wert, weil du einfach das Zeug so einfach kannst abbauen. Du kannst mit MFSU oder U-Meter und so kannst du alles produzieren. Mhm, genau. Aber das ist noch ein bisschen Hardcore für am Anfang. U-Meter und wie heisst es hier schon? Minium Shards. Oder Minium Shards da. Von den Zombies. Ah, oh, Portal Gun. Flup. Ich finde es cool. Der Portal Gun Mod ist wirklich relativ geil. Vor allem mal Sentry Turrets da. Das kannst du einfach haben, da hier. Merci. Ah, okay, da. Kannst du den Rest auch noch haben. Cool. Ja, das brauche ich gerade. Ja, merci. Das bleibt jetzt da. Ah ja, das könnte ich vielleicht noch abbauen. Kaputt. So. Flupp und weg. Die findet man doch unter so Bäumen, hab ich mal gehört. Also so. Ja, los, genau. Die Bäume mit Ruhen unten. In Bäumen, ich habe gesehen, hier in so einer Art Obsidian-Ruine, habe ich die andere gefunden. Unterirdisch, also in Höhlen und Zeug, ist es überall versteckt. Und so ein Portal, wie lange bleibt denn das? Das bleibt ewig. Außer du tust reloggen, also wenn du rausgehst und wieder reinkommst. Nein, das ist also immer noch da. Ist immer noch dort? Ja. Okay. Also wenn ich irgendwo in einem Mine... Mit Rechtsklick kannst du es deaktivieren. Ach so. So viel ich weiss, musst du mal schauen. Ich weiss jetzt auch nicht, ob es stimmt. Ich glaube aber schon. Also wenn ich irgendwo in einem Mine reingehe, kann ich dort den Ausgang machen, damit ich nicht alles zurücklaufen muss. Oder genau. Im Haus oder so. Ja, genau. Machst du im Haus ein Portal und im Ding das andere und dann kannst du immer in die Hölle reingehen. Das ist praktisch. Ja, das ist sehr praktisch. So, wie craft ich jetzt? Bin jetzt
Generator. Hier. Offen Maschinenblock. Batterie. Hm.